Okay, oh, ups. Das war natürlich gewinnt. Ich habe nichts dabei, ne? Ja, gut, das ist in Fallerstein natürlich. Wo bekomme ich denn die Sicherung her? Ich finde es auch geil, wie diese Musik einfach komplett switcht, wenn ich hier durch diesen Gang gehe. Hier oben dürfte ja eigentlich noch was sein, oder? Ich meine, theoretisch. Sonst wäre hier nicht hier diese tolle Leiter. Also abgesehen von dem, von der Sicherung, die wir brauchen. Ne, anscheinend ist hier nichts. Okay. Dann dürfen wir erstmal nach der blauen Sicherung suchen gehen. Das ist natürlich großartig. Weil ich nämlich absolut eine Ahnung habe, wo die sein soll. Nicht. Hier konnte ich auch nichts bewegen, ne? Nicht nur sicher zu gehen, dass ich hier wirklich absolut nichts bewegen konnte. Nope. Alles klar. Dann gehen wir nochmal hier runter. Warte. Ah, okay. Der ist netter. Der tut mir nichts. Da muss ich mal schön aufpassen, dass ich da niemanden verletze. War das schon mal hier? Kamen wir hierher? Ist mein Gedächtnis gerade absolut grauen? Ja, mein Gedächtnis ist grauenhaft. Ja, wir kommen hierher. Alles gut. Ja, aber. Was hat es mir denn jetzt gebracht, da hinzukommen? Also, abgesehen davon, dass ich jetzt Waffen habe, aber. Die habe ich ja vorher. Also, ne? Die sind natürlich jetzt gegen die Gegner ganz nett, aber so vom Level completen und so sind die jetzt eigentlich nicht so hilfreich. Kann man das Ding echt nicht bewegen? Ne. Das kann ja nicht sein. Hat hier vielleicht echt irgendjemand was fallen lassen und ich habe es noch nicht gesehen. Blaue Sicherung. Ich habe bis jetzt auch einfach nirgendwo eine gesehen. Aber sie liegt direkt neben mir. Schön, dass ich bei dem Typen hier schon 20 Mal war und es einfach nicht gesehen habe. Und sie, ja, gut, egal. Ist egal, ich habe sie gefunden, alles ist gut. Was haben die denn auch blöde. Blödmänner, ey, so doofe blaue Uniform an, das finde ich wahr. Ja, dankeschön. Großartig. Hey. So, wie gesagt, ich möchte natürlich meine Desert Eagle Munition ein bisschen schützen, deswegen werde ich mal nicht. Ah, super. Deswegen werde ich mal nicht die ganze Zeit damit rumschießen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob der Typ jetzt hier hochkommt, aber der Hund wird auf jeden Fall nicht hier hochkommen. Wäre natürlich cool, wenn der Typ jetzt hier hochkommen würde, dann könnte ich ihn währenddessen abschießen. Okay. Oder ich werde doch mal ganz kurz meine Desert Eagle für die beiden missbrauchen. Es tut mir voll leid, liebe Desert Eagle, aber du musst leider doch ein bisschen Munition noch ausspucken. Weil der Typ nämlich eine Waffe hat. Und ich kann das habe. Leben oder sonstiges einzustecken. Wieso ist das Tor wieder zu? Ey! Das ist ja voll frech. Wofür habe ich das Tor jetzt aufgemacht? Das ist ja unfassbar. War es einfach nur so ein Fall oder was soll das? Also, das ist wieder mein Kollege. Jedes Mal, wenn ich runterkomme, habe ich immer Angst, denke mir so, oh Mist, da kommt jemand und dann ist es dann niemand. Also hier läuft auf jeden Fall ein Gegner rum, aber. Oh Gott. Erschreckt mich nicht so.
blödes Mistteil. Die Dinger sind tödlich und ich möchte einfach nicht reinlaufen, aber. Alter, mich das gerade erschrocken. Was mache ich jetzt? Hä, was bringt mir denn dieses Ding? Muss ich da rüberspringen, ohne zu sterben? Ist das mein Ziel? Ich könnte es mir vorstellen. Na, obwohl, das ist nicht ein bisschen weit weg. Ich kann es einfach versuchen. Mehr als sterben kann ich nicht. Na, das wird nichts. Das wird nichts. Das ist ein zu weiter Sprung dafür, dass ich das Deck eben so niedrig ist. Oder ich muss eben hier hin und dann. Nee, nee, nee. Mm-mm. Nope, nope, nope. Dann verstehe ich aber trotzdem nicht, warum ich jetzt hier bin. Weil ansonsten gibt es ja nichts. Oh. Das war ja natürlich jetzt sehr schlau. Ich lade dann mal. Den Typen anzuschießen wäre natürlich eine großartige Idee. Ey, du da oben, na? Okay, dann werde ich mal kurz gucken, ob ich das Tor öffnen kann. Draußen wieder. Das ist ja gerade eben mal wieder zugegangen. Ich hoffe, dass ich das wieder aufbekomme. Und es wirklich nicht nur eine Falle war. Das wäre nämlich ziemlich traurig. Ich mag diese Sprintrolle. Die ist ziemlich cool. Auch wenn der Sprint immer noch auf einer blöden Taste liegt. Achso, ich bin meins zu weit. Ich muss erstmal nach oben unter die Taste aktivieren. Keine Ahnung, ob das einfach einen Zeittimer hat oder ob ich da wirklich nur eine Falle ausgelöst habe oder weiß ich nicht. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Mal, bevor ich hier irgendwas mache. Hier lag aber nichts mehr rum, ne? Nicht, dass ich irgendwie. Ne, man kann ja auch nicht raus, okay. Gut, hätte ja sein können. Ne, geht nicht mehr auf, okay. Und da wird auch nichts mehr aktiviert. Alles klar, es war einfach echt nur eine Falle. Aber was mache ich denn jetzt? Ich meine, gut, ich habe jetzt diesen Kasten, der mich immer nach oben lässt. Aber der oben wartet nur ein tödlicher Haken auf mich. Hast du irgendwas noch rumliegen? Darf ich deine Desert Eagle nicht mitnehmen? Nein, schade. Das wäre zu schön gewesen. Aber wie viel Schaden bekomme ich, wenn ich die gegenspringe? Ne, okay. Was mache ich jetzt? Also, ja. Dass ich da jetzt hochkomme, bringt mir im Endeffekt nicht viel. Weil da ist eben nur dieser Haken jetzt die ganze Zeit rumwackeln. Und das ist jetzt eigentlich nicht so meins, muss ich ehrlich gestehen. Warte, kann sie hangeln? Sie kann hangeln, dann macht es doch alles Sinn. So, ich gehe erstmal zum Medipack, weil Medipacks sind super. Das Problem, wenn einem nichts erklärt wird in einem Spiel. Ich wusste nicht mehr, in welchem Teil und so. Irgendwas? Nee, das ist nichts, oder? Nee, da ist absolut nichts. Dann. Bist du verrückt.
weiß gar nicht, in welchem Abstand das ist. Aber ich kann einfach so dran vorbeigehen. Tschüss. So. Und hoch da. Dann mal kurz speichern, weil der Typ jetzt wieder ausflippen wird. Für den einfach aushält. Und der hat die gelbe Sicherung dabei. Perfekt. Ich will nicht über das Glas ran. Irgendwie hab ich Respekt vor diesem Glas. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Moment brechen könnte. Komm ich jetzt wieder da runter? Achso. Hier ist einfach Boden, okay. Dann ist ja alles Ruby. Selber Weg zurück, den ich hingegangen bin. Beziehungsweise ich kann... Oder sie lässt einfach los. Okay. Kurz auf viel Leben hat es mich ja noch nicht gekostet. Ach, die Tür ist da vorne. Ach komm, er wartet sogar schon. Er ist voll bereit, weiterzugehen. Na dann. Let's go, mein Lieber. Du bist frei. Lauf. Wieso bleibt er stehen? Finde ich sehr, sehr verdächtig. Hallo? Ui. Fährt er den Truck jetzt? Das wäre super geil. Kannst du den Truck fahren? Ne, der läuft hier vorne rum. Schade, das wäre voll geil gewesen. Hier läuft noch einer rum irgendwo. Ah, da. Ich glaube, mit dem kümmert er sich aber schon. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, an die Szene erinnere ich mich sogar noch. Ja. Jetzt kommt gleich eine echt ziemlich coole Cutscene. Das zeigt so ein bisschen ihren, weiß ich nicht, ist so ein bisschen so, ihr Badass-Charakter kommt da ganz gut rüber, ohne dass sie irgendwie jemanden verletzt oder so. Also ein bisschen chillig, Badass und so. Das ist eigentlich eine ganz coole Szene. Wenn ich jetzt richtig Richtung Moment bin, aber ich müsste eigentlich sein. So, die Munition nehme ich aber trotzdem nochmal mit, weil Munition ist super. Wer auch immer sie hier in diesem kleinen Kästchen oben versteckt hat. Ich würde gerne die Typen mitnehmen, aber irgendwie wollen die das, glaube ich, nicht. Naja. Ich liebe das. Okay, bis dann. Ja, und damit haben wir den Hochsicherheitstrakt abgeschlossen. Innerhalb von einer Stunde, 13 Minuten und 3 Sekunden gefundene Secrets 1 von 2. Besiegte Gegner 11, verbrauchte Munition 108 und Treffer 102. Das ist eine ziemlich gute
Das kann man machen. Benutze Medipacks 1,5 und zurückgelegte Distanz 7. Ist das eine 7? Ich habe keine Ahnung, ob es eine 7 ist. Die Schrift ist einfach drüber, aber gut. 0,15 Kilometer. Und ich finde das so geil. Diese Szene ist einfach echt so. Also, sie geht erstmal da rein, nimmt erstmal so was zu trinken, setzt sich dahin, erstmal so voll am Chillen. Finde ich gut. Ja, dann ab ins nächste Level. So, wo befinden wir uns denn nun? Aha, wir befinden uns endlich dort, wo ich die ganze Zeit drauf warte. Wo ich, was ich auch in einem letzten Part angekündigt habe, von wegen, wenn man sich mal so denkt, mit Nevada und ne, und so ein bisschen Basis und so. Wir befinden uns jetzt nämlich in Area 51. Und das ist einfach so verdammt cool. Ich liebe dieses Level. Einfach nur, weil ich es so verdammt cool finde, dass man halt sich wirklich an diesen, auch an diesen ganzen Theorien und so weiter und so fort an über Area 51 bedient hat, finde ich total gut. Finde ich absolut großartig, dass es hier im Spiel vorkommt. Ach ja. So, da oben haben wir auch, sehen wir auch schon, da oben ist ein Alarm. Und da vorne sehen wir auch ein rotes Schild mit einer Waffe drauf. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass dort Waffen nicht unbedingt erlaubt sind. Deswegen sollten wir aufpassen, dass wir hier keinen Alarm auslösen. Ansonsten dürfte das ziemlich doof ausgehen. Für uns. Na, aber wunderbar. Deswegen versuchen wir einfach so ein bisschen Umwege zu gehen. Und hier haben wir ein nettes Medipack. So, haben wir denn sonst irgendwie noch was hier? Kann man das hier verschieben vielleicht? Nein, ist ja unglaublich. Also gibt es hier echt nur ein Medipack? Ne, da oben geht's lang, alles klar. Hätte mich auch sehr stark gewundert. Ja, und da ist gerade das Spiel abgestürzt. Wir sehen uns gleich wieder.